Eigentlich gar nicht möglich, aber es geht. 7,49 Tonnen und eine Pkw-Garage und noch ein bisschen Zuladung. Und wir werden uns gleich mal mit einem Ingenieur darüber unterhalten von Concord, dem Werkleiter. Grüß dich, dein Name? Hallo, mein Name ist Markus Engelhardt. Wie du gerade schon gesagt hast, Werkleiter bei Concord. Wir haben heute viele Videos gedreht. Ich habe dich heute erstmal kennengelernt, denn ich sag mal, du bist erst seit einem Jahr bist du Werkleiter, aber bist mit der Marke Concord schon mehrere Jahre verbunden. Fährst auch einen? Genau, ich fahre selber Concord. Wir haben uns 2014 entschieden, dass wir Concord fahren möchten, nachdem ich den Markt intensiv unter die Lupe genommen habe. Dabei habe ich dann die Kollegen bei Concord auch kennengelernt und schätzen gelernt. Und seit 2015 habe ich dann die Mannschaft im Vertrieb unterstützt. So, hier ist ein Smart. Der ist von reisemobile-kirschnick.de. Ein Partner von euch? Das ist ein Partner und Händler von uns, ja. Cool, der hat den mal dahingestellt. Der hat wahrscheinlich normale Kennzeichen gehabt, das heißt, der ist gebraucht. Der hat normale Kennzeichen, das ist ein Fahrzeug, was dort läuft. Nein, ich frage nur, weil ansonsten müssen wir die CO2-Werte nämlich einblenden. Das ist so, aber das ist ein Gebrauchter, richtig? Das ist ein Gebrauchtfahrzeug, was auch nicht zu erwerben ist. Sehr schön, danke schön. So, es ist nur, du weißt ja, wie es ist bei LKWs, brauchen wir es nicht. Aber hier sieht man sehr schön, ihr habt nämlich hier eine riesen Garage untergebracht. Und wer sich auskennt, wir sind auf Basis Iveco Daily, 7,49 Tonnen. Das ist gar nicht so easy, oder? Nee, ist gar nicht so einfach in dem Fahrzeug. Hier haben wir einige Komponenten aus Leichtbau eingesetzt und müssen ein bisschen bei der Ausstattung auch, ich sage jetzt mal, aufpassen, dass man sie vernünftig wählt oder eben zum Beispiel ein Lithiumpaket nimmt, was dann zwar kostenintensiver ist, aber das Gewicht doch deutlich drückt. So, und jetzt werde ich mal eins machen. Ich fahre jetzt mal nah hier ran, denn ihr habt hier ein Preisschild da. Hier steht da Kawa 920G und die Zuladung ist 1264 Kilogramm. Das ist aber wahrscheinlich mit dem Auto, das muss man noch abziehen. Ja, das ist praktisch die Zuladung und wenn du das Auto reinpackst mit knapp 1000 Kilo, noch 264 Kilogramm. 264 Kilo. Nicht viel. Ist nicht viel, nein. Aber der Fahrer ist ja schon drin, die Tanks sind auch gefüllt. Ne? Jetzt muss man aber sagen, viele Leute bestellen sich die Garage und haben gar kein Auto drin. So, denn die Garage eignet sich ganz hervorragend auch als Riesenstauraum für 4 E-Bikes, für 2 Motorräder, für, also auch für kleinere Fahrzeuge. Zum Beispiel auch ein, sag mal, ein Fiat 500 könnte auch reingehen, Alter. Ein alter Fiat 500 könnte reingehen, haben wir jetzt noch nie getestet. Ist aber leichter. Ist aber leichter. Auch der Smart, den wir jetzt hier haben, ist noch leichter. So wie das Fahrzeug gefahren wird, die Gewichtsangabe, die ich eben genannt hatte, bezieht sich im Grunde auf die neuen Smart und das E-Fahrzeug, was sie haben. Die bauen ja keinen Benziner mehr und das macht auch das Fahrzeug schwerer. Und wenn man jetzt dann noch den glücklichen Umstand hat, so wie wir hier auf dem Stand, ein gebrauchtes Fahrzeug mit einem Benziner zu haben, dann kommen auch noch mal 200 und ein bisschen Kilo Zuladungsreserve drauf. Das ist so, so. Das heißt, man muss ein bisschen planen, aber es gibt ja auch, ich sag mal, Menschen, die sagen, okay, habe ich kein Problem mit, wenn ich mein Auto mitnehme, dann, ich sag mal, habe ich ja Zubehör mit drin, ich habe noch ein paar T-Shirts und so weiter. Man muss halt ein bisschen leaner unterwegs sein. Man kann ja nicht den Wasservorrat für 100 Tage mitnehmen, also genau. Den Sprudel. Genau, richtig. Das ist eben auch das, wo man jetzt praktisch in der 7,49 Tonnen Klasse mit einem Pkw aufpassen muss. Was wir also bei den anderen Fahrzeugen haben, dass man auch mit 500 Liter Frischwasser losfahren kann, das ist halt eben hier nicht möglich. Da sind jetzt 100 Liter sind mit drin, oder? 100 Liter sind mit drin, das ist die Fahrstellung, genau. Die Fahrstellung. Da gibt es, glaube ich, so einen Hahn, den machst du auf und dann geht bis auf 100 Liter. Tank nur bis zu dieser Höhe füllbar und das sind ungefähr 100 Liter, ja. Okay, also das muss man ganz klar sagen, vorab, denn alles andere wäre ja unfair und bedeutet, wenn das Fahrzeug drin ist, dann fängt es auch schon an mit den Personen. Also klar, ein 2-Personen-Fahrzeug würde dann gehen, Smart hat eh nur 2 Plätze, aber jetzt mit 4 Personen, das geht schon mal nicht. Mit 4 Personen, viel Gepäck, noch Räder dabei, dann ist es einfach, dann muss man zum Liner greifen und zu einem LKW-Fahrgestell oder zu einem großen LKW-Fahrgestell mit bis zu 15 Tonnen. So, ihr habt glücklicherweise eine Ferienfahrschule. Das heißt also, man kann hier ganz bequem zum C- oder CE-Führerschein kommen mit auch übersichtlichen Kosten und das Ganze in wenigen Wochen. Also ich habe mal gehört, 2 Wochen, jemand, der sich nicht allzu blöd anstellt, die Fahrstunden macht, der könnte das schaffen. Genau, das ist möglich. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, für den theoretischen Part muss man sich oder sollte man sich vorher entsprechend vorbereiten und lernen. Und diese 2 Wochen beziehen sich auf die reine, ich sag mal, Fahrzeit. Und wenn man dann das eben nicht nebenberuflich sozusagen macht nach dem Feierabend, sondern tatsächlich ja jeden Tag zur Verfügung hat, dann schafft man das in den 14 Tagen schon.
Denn ich habe gehört, ihr habt doch größere Fahrzeuge. Also das ist jetzt eine Geschichte, verkauft ihr trotzdem relativ oft. Denn ich sag mal, für die Größe und für die Anwendung, einige gehen im Jahr über den Ladentisch, oder? Einige gehen über den Ladentisch, wenn du das so sagen magst. Ist jetzt nicht der Grundriss, der am meisten gekauft wird. Aber er hat seine Freunde. So, das heißt aber auch hier, Thema Zuladung ist natürlich das große Thema, so Gastanks oder so ganz viele Extras, die man sich so wünscht. Die Waschmaschine, die Spülmaschine, das geht alles aufs Gewicht, das könnt ihr ausrechnen? Das können wir ausrechnen, wir können auch genau sagen, ob es geht oder ob es nicht geht und ob es eben dann noch Sinn macht oder nicht. Und du sprichst genau die Achillesferse dieses Fahrzeugs an. Es ist eben so, dass man hier wirklich genau aufpassen muss, genau wissen muss vorher, was man tut. Dann funktioniert es sehr gut. Wer tatsächlich sagt, ich möchte auf nichts verzichten, der ist bei dem Fahrzeug wirklich an der falschen Adresse. Und aber ich sage jetzt mal, der Außendienstler, der zum Beispiel alleine unterwegs ist, ein Auto braucht, weil er von A nach B muss, der aber ab und zu die Familie mitnimmt, da braucht er jetzt kein Auto, nimmt die Fahrräder mit, perfekt, oder? Dann ist es perfekt, na klar. Und das ist auch genau das, was du eben schon beschrieben hast. Es gibt ja nicht immer den Einsatzzweck, dass man das Auto dabei hat, sondern auch Räder, zum Beispiel ein Roller, Motorrad, ein Quad. Dann bist du gewichtstechnisch gleich schon in einer ganz anderen Liga. So, und du musst mal bitte hier die Klappe öffnen, denn ich würde da gerne mal reinfilmen. Das Fahrzeug wird reingezogen mit einem Nylon, einem Stahlseil. Was ist das? Das ist ein Nylonseil. Genau. So, ich fahre mal gerade hier rein. So, hier werden dann die, die Vorderräder, die werden arretiert. Hier sieht man das Fahrzeug, wie es reinkommt. Und da ist ein Endabschalter, das heißt, der geht dann automatisch aus? Genau, wenn du das Fahrzeug eingezogen hast, dann ist es eben so, wenn das Fahrzeug den Schalter berührt, dann stoppt die Seilwinde, sodass man also diese Position nur einmal festlegt und dann immer sauber und sicher bis nach vorne vorziehen kann. Hier sieht man auch mal, was ich für einen riesen Platz hier drin habe. Das nenne ich ja mal eine Garage, oder? Ja, es ist ja tatsächlich eine Garage, ne? Also für einen Smart. Cool. So, gehen wir mal kurz raus. Das, was wir hier haben. Und jetzt denkt man sich natürlich, ja klar, wenn das hier eine riesen Garage hat. Also Fahrzeug kostet übrigens 371.000 Euro, etwas mehr, wie es hier steht, mit der Ausstattung. Und ich will jetzt, warte, ich guck mal gerade, was hier alles so drin ist. Also dass wir das mal sehen. Also 210 PS, ihr habt den. So, ZF-Wandergetriebe ist mit drin, der große Motor ist mit drin, macht Sinn. So, dann habt ihr 120 Liter Tank. So, LED-Scheinwerfer mit drin, die Druckluftfanfare darf natürlich nicht fehlen. Dann habt ihr wahrscheinlich die coolen Sitze mit drin. Reisebus, Außenspiegel und. Ledereinfassung, dann haben wir Jalousien, Zähler und ich guck mal gerade, was alles so viel wiegt. Kühlschrank, Dachventilator, Elektroleistungspaket, 400 Amperestunden, ist schon ordentlich, oder? Ja, mit Lithium. Das ist gut, dann Ladestrompaket, Sat-Anlage. Doch, geht doch, oder? Es ist gar nicht so leer, oder? Nein, leer ist er nicht. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, geh mal vor. Das wird dich überraschen. Man merkt im Innenraum nicht unbedingt, dass wir eine Garage an Bord haben. Mann, das Bett ist ein bisschen höher. Ja, ist so. Aber auch nicht viel. Aber das ist ein Ultrabett. Guck mal, wie lang das ist. Genau. Ist das krank? Entschuldigung, ich nehme es zurück. Ist ja riesig. Du wolltest toll sagen, ne? Toll. Ja klar, durch die lange Garage hast du natürlich ein Schlafzimmer. Das wünschen sich andere, ne? Ich würde mich hier wohlfühlen, ja. Riesig. Du kannst drum rumlaufen. Geh mal rein, bitte. Du bist jetzt ein großer Mann, 1,88. Trotzdem geht. Also du stößt nicht an. Noch sitzen und sind auch in der Lage, wirklich gut ins Bett reinzukommen. Gut, das helle Holz tut dem Auto gut, muss ich ehrlich sagen. Also durch die Tiefe. Danke, das ist die neue Holzfarbe fürs Modelljahr 22. Ist das die neue? Ja. Habt ihr auch lang mit gerungen, glaube ich, mit dem hellen Holz? Ja, wir hatten eine andere Holzfarbe, die ein bisschen rötlicheren Touch hatten und haben jetzt unsere Holzfarben durchrenoviert. Die klassischen Holzfarben sind aber in der Carver-Baureihe noch erhältlich. Es wirkt unglaublich groß, das Fahrzeug, durch dieses helle Holz. Also habe ich so das Gefühl, es wirkt nicht mehr so. Wobei das andere ist auch schön, das ist halt edel. Und du siehst ja hier an den Jalousien, das war ja schon dunkler. Aber das ist schon. Am Anfang hat es mir gar nicht gefallen, muss ich sagen. Also das war mir zu. Es sah so ein bisschen aus wie die. Naja, so die etwas einfacheren Fahrzeuge so, aber jetzt muss man sagen, man hat sich dran gewöhnt. Und ihr habt seit diesem Jahr neu. Das ist seit diesem Jahr neu, genau. Auch der Tisch ist hell, natürlich. Ja, farblich ist das alles aufeinander abgestimmt. Das sind hier Designer, die sowas entwickeln, hier die Abstimmung? Ja. Denn ihr könnt ja nicht irgendwas auf die Messe stellen.
Das ist aber jetzt stellvertretend. Du kannst ja diese Farbzusammenstellung für jedes Fahrzeug wählen. So habt ihr es wahrscheinlich auch gemacht. Das heißt, die Grundrisse kombiniert mit diversen Farben, Mustern. Genau, wir versuchen fast alles aus der Produktpalette darstellen zu können. Eine Barversion, keine Barversion, unterschiedliche Leder und auch Möbelfarben, sodass man sich dann den Grundriss anschauen kann und am Ende des Tages auch seinen Wunsch-Grundriss zum Beispiel in der Lounge sich anschauen kann. So, ich zeige es mal gerade. Hier ist ein Iveco Daily 7,49 Tonnen drunter. Fahrerassistenzsysteme sind eingebaut. Also ihr habt wirklich kaum gespart. Und natürlich ist das Auto nicht drin. Sagenhafte 1,3 Tonnen Zuladung. Das ist dann schon für viele natürlich, das hätte ich auch Spaß gesagt, wenn du jetzt irgendwie Möbelschreiner wärst, könntest du die Garage ja noch verwenden als Transportfahrzeug. Aber klar, du kannst eine Tonne zuladen. Das ist ja krass. Und dann kannst du hier lümmeln. Der Fernseher ist auf der Seite hier, gell? Der Fernseher ist absenkbar hier auf der Beifahrerseite, ja. Genau, wenn du den mal kurz rausfährst, mach mal. Na klar. Elektrisch. Aber man muss nicht festhalten. Man muss nicht festhalten. Der hat eine Endabschaltung, wenn irgendwas dazwischen ist. Geht. Ja, wenn was dazwischen ist, schaltet er ab und wenn er in Endposition ist auch. Was für ein Riesengrundriss. Ich kann hier noch weiter zurückgehen. Gut, was hier dem Fahrzeug natürlich unglaublich hilft, ist das nicht vorhandene Hubbett, das wirklich dem Fahrzeug Raum gibt. Und ich bin gerade hier unter den Schränken. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, die Schränke auch noch wegzulassen. Aber die sind so flach, ihr habt die so flach gehalten. Die integrieren sich so gut in den Raum rein. Man muss die behalten. Sie drängen nicht so auf, oder? Ja, sind etwas zurückgesetzt und an der Stelle, wo die Instrumententafel sowieso ja in den Raum reinragt und man eh nicht mehr hingehen könnte, sind eben die Schränke angebracht. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dann filme ich mal gerade das Fahrerhaus. Das habt ihr natürlich so hingemacht in Wohnpositionen, wie es da ist. Den Grundriss gibt es aber als G dann auch mit Barversion, oder? Den Grundriss gibt es auch als Barversion, ja. Und auch mit Hubbett, wobei da wird es wieder schwerer. Hubbett, genau, dann wird er wieder schwerer und da muss man eben, wie gesagt, auf andere Details vielleicht verzichten. Gibt ja kein leichtes Hubbett, oder? Wie man das in anderen Fahrzeugen hat? Nee, wir haben kein leichtes Hubbett. Wir haben viele Sachen nicht so leicht wie andere. Ordentlich sind aber dann, man merkt schon, wenn man es anfasst. Mhm. So, Küche ganz normal, auch da nicht gespart. Gut, das haben wir ja in unglaublich vielen anderen Videos, haben wir die Schränke geöffnet, aber vielleicht mal einen exemplarisch. Gut, auch da jetzt keine Balsa-Holzeinlagen, sondern das ist das normale Holz, was ihr auch verwendet, oder? Das ist das normale Holz, was wir in den anderen Fahrzeugen auch verwenden. So, den Tower auf Gas. Kann man sich überlegen, was ist schwerer, der Kompressor oder der AES? Gekühlter oder sind die beide gleich schwer? Das muss ich passen, habe ich in der Preisliste oder beziehungsweise gar nicht im Wiegeprotokoll im Kopf. Also Spaß beiseite. Also ein ganz normaler Concorde mit einer PKW-Garage. Cool. Sag mal, im Wiederverkauf werden die gefragt, weil ich sehe nie Fahrzeuge mit G hinten. Die sind immer weg. Also sie haben einen Freundeskreis, der die meist sofort wegnimmt. Mhm. Also es gibt nicht so viele, weil wir eben drüber gesprochen hatten, also es ist nicht der Grundriss, der am meisten läuft. Allerdings sind die Fahrzeuge, auch 10 Jahre alte, relativ schnell vergriffen, weil sie vielleicht aber auch so selten sind. Stimmt. So, Hubstützenanlage ist hier auch schon drin. Die wiegt ja auch ein bisschen was. Also ich denke mal, genau. 60 Kilo oder? Man könnte eben hier auch die Vierkanal-Luftfederung nehmen und darüber nivellieren. Und das sind eben die Optionen, wo man dann wirklich auch im Beratungsgespräch lange Zeit braucht, um eben das auf die Bedürfnisse des Kunden anzupassen, weil man hier eben nicht einfach alles reinbuchen kann, was der Markt so hergibt. Ja, also dein Tipp wäre auch von den Kosten her, wir sind ja schon fast beim Artego, also beim kleinen Liner hier, wenn ich den mal, oder ungefähr so bei 3,350. 370 war es, glaube ich. 370, da gibt es auch einen Artego schon, oder? Bei euch? Ein Einstiegs? Ja, ein Einstiegsfahrzeug wird es da geben, wo halt dann aber wieder die PKW-Garage fehlt. Ne? Also, achso, die wäre dann nicht mit drin? Die wäre dann nicht mit drin. Der ist also schon vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch ordentlich, oder? Ja. So, also ich gehe nochmal kurz hier rein, das wird das mal sehen. Also das bin ja immer noch geflecht hier von diesem Riesenbett. Zumal du hast hier wahrscheinlich noch Stauraum drunter, oder? Oder nee, das PKW. Das ist die PKW-Garage. Die Garage. Aber da kannst du dich hinsetzen. Man kann sich draufsetzen, genau. Oder was auch immer machen. Ja. Kannst du da was ablegen? Die Heizung ist mit drin. Zwei Kleiderschränke. Wenn du hinten mal einen öffnest, bitte. Du bist gleich erlöst. Ich weiß, der Tag war lang.
Aber die Kleiderschränke, das ist so wichtig den Leuten. Weißt, du hast zwei echt große Kleiderschränke. Kleiderschränke nochmal an der Seite und dann hier oben nochmal die Staukästen. Ja. Und hier nochmal an der Seite. Aber das ist ein normaler Schrank, gell? So ein, das ist ein normaler mal Schrank, ein kleiner Dreieckschrank, machen wir mal auf. Okay. Und hier haben wir nochmal den Fernseher. Also Stauraum ist genügend vorhanden. Mhm. Okay, verstanden. Und der große Kleiderschrank, den ich ja schon kenne. Auch da mal bitte. Denn das ist schon eine Frechheit, so einen Mogelschrank zu installieren, der viel größer ist, als er aussieht. Das ist ja der Trick. Ist ja meistens umgekehrt. Meistens ist es umgekehrt und wir mogeln halt in die Richtung, wenn du es Mogeln nennen magst. Nee, ist schon cool. Ein Riesenschrank. Auch hier wieder so ein Fahrzeug. Weißt du, wir hatten ja eben diesen Nicht-Alkoven-Rundsitzgruppen voll integrierten, wo ich dann auch gesagt habe, mein Gott, da wirst du vielen Leuten die wirst du ans Grübeln bringen. Auch hier mit der Garage. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die sagen, hey, ein Auto wäre ganz gut. Wie kriegen wir das da rein? Da habt ihr eine Lösung. So wie du es eben schon gesagt hast. Man fährt vielleicht nicht immer mit dem Fahrzeug, dann kann man auf Wasser verzichten, weil man dann vielleicht auf dem Campingplatz eh länger steht und dann Touren mit dem Auto machen möchte. Man kann aber auch nur Räder mitnehmen oder ein Quad. Ja, man darf natürlich nicht überladen fahren, das ist klar, weil die Fahrphysik ist ja bei 749 ist Schluss. Auch Bremsen und alles ist dafür ausgelegt. Also das sollte man eh, also Leute sollten ruhig mal auf die Waage fahren, also bevor sie losfahren. Das ist schon ein Tipp, oder? Das würde ich empfehlen und deswegen planen wir auch jedes Fahrzeug eben akribisch und geben dann auch erst die Produktfreigabe, wenn wir wissen, dass der auch auf keiner Achslast entsprechend überladen ist. Der wäre auch direkt ein Wandlungsgrund. Also wenn jetzt einer käme, die Vorderachse, wie ist das jetzt, wenn jetzt der Pkw jetzt nicht hinten drin ist, ist dann die Vorderachse, kriegt ja mehr Druck, oder? Die Vorderachse kriegt ja mehr Druck und genau das müssen wir natürlich aber auch abstimmen, weil das ja auch sein kann, dass das Fahrzeug ohne bewegt wird. Das heißt, ihr braucht dann natürlich einen Gullideckel, ganz viele Gullideckel, die ihr hinten reinlegt. Nee, natürlich nicht. Das geht? Das geht, das muss gehen. Muss gehen. Also das ist nicht so easy. Das heißt, das ist nicht ganz einfach, na klar. Verstanden. Aber irgendwas muss es ja ausmachen, ne? In Concorde zu fahren. Cool. Ey, ihr habt echt viele Neuerungen. Die Holzfarbe, die Frontmaske, die Heckmasken, das Jubiläumsmodell, den Credo, den Carver, den neuen Charisma, den neuen Cruiser. Also kommt auf den Caravan-Salon. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil ich glaube, viele Karten, einige Tage sind sogar schon ausverkauft. Ja, der genau, die Karten sind, glaube ich, so gut wie voll. In der Woche sind noch Karten verfügbar. So liegt ja dieses Jahr an der Begrenzung von Personen. 20.000 hast du gesagt, pro Tag. Sind maximal zugelassen. Hat mir die von Nickel gesagt, von der Messe. Er hat gesagt 20.000. Dann wird es so sein. Ja, kann auch sein, dass ich total daneben liege. Komm, wir gehen raus, machen Abmoderation. 370, etwas über 70.000 oder, nimm kurz mal Schaus nochmal. Ja, 371 war's. 371. Ich lasse die 1.000 mal weg, dann klingt es weniger. Den gibt es dann für 3,71, so, plus Mehrwertsteuer, nee, ist inklusive Mehrwertsteuer. Wenn ich jetzt das Video sehe, ich bin nicht aus Deutschland, der hat COC. Der hat ein COC-Papier, genau, ist in Europa zulassungsfähig überall. Schweiz, akzeptieren die COC? Ja. Uneingeschränkt oder gibt es da schon mal? Jetzt fragst du Sachen. Erstmal anfragen beim Händler, ja. Genau. Nee, aber wir haben, also die akzeptieren COC, soweit ich das bisher kenne. Und da gibt es keine Probleme. Gott. Also vielleicht noch kurz zum Unterschied, wenn du das mal erklärst, die Vollabnahme und COC. Genau, also TÜV-Einzelabnahme ist im Grunde genommen der Fall, wenn man jetzt auch kein so ein Volumenhersteller ist oder nicht so viele Fahrzeuge baut. Und das COC-Papier ist eben das Certificate of Conformity. Das ist im Grunde genommen ein europäisches Zulassungsverfahren, was uns als Hersteller im Grunde genommen ermöglicht, die verschiedenen Grundrisse und die verschiedenen Einbaumöglichkeiten in einem Gesamtpaket abzustimmen und dann individuell auf Kundenwunsch dann eben zusammenzuschneidern. Komm, wir gehen nochmal kurz zu deinem Kollegen. Der hat es verdient. Guck mal, jetzt muss er noch die Stühle rücken für morgen. Ja, so ist das. Verkaufsleiter. Die beiden Chefs hier. Hi. So, ich komme mal mit laufender Kamera zu dir zu. Ich hab eben noch gesagt, du bist der Letzte, der geht, du bist der Erste, der kommt, oder? Nee, nicht ganz. Zumindest der Erste, der hier angefangen hat letzten Samstag, richtig. Und heute hoffe ich nicht, dass ich der Letzte bin, der vom Stand geht, sondern der Vorletzte. Ich glaube, wir haben 13 Fahrzeuge haben wir heute gefilmt. Das war ein gutes Ergebnis. 13 von 17 ist gar nicht schlecht. Ja, ich konnte nicht alle filmen, weil wir fallen ja echt vom Fleisch jetzt. Der Werkleiter hat es gut gemacht, du bist Verkaufsleiter. Ihr habt ein großes Team. Wie viele Leute seid ihr bei Concorde? In Summe sind wir gut 380 Leute. Echt? Fast 400? Ja. Das ist dann richtig klasse. Und ihr habt noch einen Fax. Wir haben auch noch theoretisch einen Fax, ja.
Auch im 21. Jahrhundert braucht man das ab und zu. Wahrscheinlich ein Drucker. So, vielen Dank fürs Einschalten heute. Echt tolles Erlebnis bei euch am Stand, aber ich werde viele Stände besuchen. Ihr seid made in Germany, könnt das wirklich mit Fug und Recht behaupten. Seit 40 Jahren Leidenschaft. So ist das. Und auch wenn ein Iveco drunter ist, fahrt mal Iveco. Also ich sage immer, ich fahre jetzt seit 2 Jahren Iveco. Ich bin total begeistert. Also viel besser als ihr Ruf, muss man sagen. Und ja, danke fürs Einschalten und vielleicht komme ich ja unterjährig nochmal vorbei und guck mir mal die Produktion an, das hatte ich eh vor. Sehr gerne, das ist eine gute Idee. Danke. Komm mal rum. Tschüss.